Esta noche es una noche especial, una cena temática en el restaurante Nueva Cascada que dirige, como ya sabéis, el señor Fischer, y nos vamos a hablar con Eval, porque hoy las escritoras están aquí con sus libros y tenemos que hablar con Eval, que siempre nos explica muy bien y cómo acompaña también esta literatura con unos platos que también es todo un arte en su gastronomía aquí en el restaurante. Pues vamos a hablar con él y él nos va a explicar en qué va a consistir esta cena temática. Buenas noches, señor Eval. Buenas noches, muy bien. Bueno, hoy es especial porque tenemos literatura, que yo sé que tiene cliente que le encanta la literatura. Hemos asistido también en semanas pasadas a los poemas y que eran maravillosos y que nos han encantado. Y a que nosotros no hemos entendido muy bien el idioma, pero sí que teníamos, bueno, pues una compañera de mesa que nos ha traducido y que hemos quedado encantados. Se nos ha quedado muchas frases grabadas en la mente y realmente tiene muy buena aceptación en tu restaurante con tu selecta clientela. Si nos podías explicar un poco quién son los autores y también cómo va maridado todo esto. Vale, en un lado tenemos Manuela Martini, son libros de drama, de thriller y son muy muy interesantes. Yo he leído 3 libros de ella y vale, no podía volver al restaurante sin terminar el libro, casi tiene que cerrar un día más el restaurante. Y es estupendo, me gusta mucho y para mí una cosa muy bonita, ella está hoy con nosotros en Nueva Cascada. En el otro lado, Cordula Hamann, el premiere hoy es su libro, todo día no es en el mercado. Está hasta octubre, octubre está en el mercado para comprar, entonces hoy ella va de su libro, de momento no puedo comprar a nadie. Es una en primicia aquí en la casa. Impresionante y por eso estoy muy contento y claro, este evento vamos a acompañar con platos de tapas de nosotros, estilo de nosotros, con carpaccio, con un mini hamburguesa con salsa hoisin también, y claro, el yang, la pulada crujiente, y el postre, un brownie con mousse de limón, y muchas sorpresas. Bueno, yo sé que tu literatura gastronómica es la poesía, porque todos tus platos están llenos de poesía, de amor, de sentimiento, y así lo vive tu selecta clientela. Hablamos con Manuela. Hola, Manuela. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿hablas un poco español? Sí, un poco, pero explicar los libros es un poco difícil. Es un thriller de misterio, y el tema es, en inglés, es Rare Earth, de tierra raro, no sé si sabes qué es. Es, por ejemplo, neodym o todas las piezas que son en nuestros móviles y en toda la tecnología. Y he escrito este libro con una mezcla de este tema y de el thriller misterioso. ¿En qué idioma está escrito? ¿En alemán, en inglés? Sí, escribo en alemán, pero algunos libros se han traducido en español también. Y sí, La siembra, de Fran Rey, es el libro de mí. Y sí, y espero que se van a traducir este libro también. ¿Para qué tipo de público crees que están definido tu libro? ¿A quién se le podía recomendar? ¿Se le puede recomendar a estudiantes? ¿De qué nivel? ¿A qué personas recomendarías tu libro? Para gente que son interesada en nuestra vida moderna y que quieren leer cosas muy misteriosas y interesantes, y pienso es para muchas personas, no depende, depende qué quieres leer. Sí. Bueno, pues ahora que ya mismo es el día de San José, el día del Padre, un buen regalo sería, sí, una buena propuesta, sí, para regalar, sí, sí, el libro, sí, que hay que leer. Vamos a hablar también con la señora Gudula, que nos va a hablar también de su escrito, ¿no? Y si hay que ayudarte a traducir, yo creo que ellos lo van a hacer divinamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo siento mucho, pero mi español no está muy bien y es un poco difícil para mí traducir en español. Mi libro es un thriller también y se trata de una persona que está pintado sobre vidrina.
Vidrina, ist es Pintor, un pintor, sí. Pero normalmente un hombre es un pintor de papello, pero es er malt auf Glas. Y ahora empieza también a pintar en los cristales, no solo en el papel, en los cristales. Eso es el título del libro. ¿Cuándo saldrá a la venta? ¿Cuándo se podrá comprar este libro? ¿Dónde estará la venta? ¿Wann kann man es kaufen? ¿En octubre? Creo que en octubre. En Alemania hay die Buchmesse in Frankfurt. La Feria de Libros. Y es la Premiere, Buchpremiere, also Premiere del libro es en octubre. Bueno, pues enhorabuena a las dos, esperamos que tengan mucho éxito, como los anteriores que habéis escrito también, Manuela. Y bueno, es el día, también celebramos el Día Internacional de la Mujer, así que tenemos aquí dos mujeres inteligentes, emprendedora, artista, escritora, y que de verdad que estoy encantada de haberos podido entrevistar. Eva, muchísimas gracias por recibirnos siempre aquí en este restaurante, tu casa, y vamos a ver cómo se desarrolla pues esta presentación, que estamos deseando escucharla. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Er stellt sich vor, wie traurig es ist, wenn man seine Papageien tot im Wohnzimmer findet. Plötzlich muss er an sein Haus denken. Es ist leer und verlassen und sein Leben ist so nutzlos geworden. Sie hat wieder geheiratet, hat sich ein neues, besseres Leben geschaffen mit Haus und Garten und Reisen. Die Kinder besuchen sie, ihn nicht. Was sollen sie auch mit ihm anfangen? Einem verschlossenen, eigenbrötlerischen Mann. Er zieht den dicken Anorak an und die Stiefel. Zuletzt setzt er die Strickmütze auf und nimmt die Handschuhe. Als er ins Freie tritt, wundert er sich, wie klar die Luft ist. Der Schnee reflektiert jeden Lichtstrahl. Der Mond ist fast voll und sogar die Milchstraße kann er erkennen. All das ist Gottes Werk, denkt er. Und in der beißenden Kälte spürt er auf einmal ein warmes Gefühl in sich. Wenn er nicht zu Gott zurückgefunden hätte, wäre er wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Dann hätte ihn die Schuld erdrückt und er wäre eines Morgens einfach nicht mehr aufgestanden. Er atmet tief ein und lässt seinen Blick schweifen. Vor ihm erstreckt sich das Gelände der Red Mill Mine. Den See haben sie schon abgepumpt, jetzt hat Schnee die Senke bedeckt, aus der früher Erze herausgegraben wurden. Nur noch ein paar alte, verrostete Rohre und Maschinenteile befinden sich zwischen den Bäumen, die man nach der Stilllegung angepflanzt hat. Auch das alte Bürogebäude steht noch. Es wird in den nächsten Tagen abgerissen. Man wird versuchen, noch in diesem Frühjahr mit der Erzförderung zu beginnen. Kupfer, Zink, aber vor allem das seltene Erdmetall Neodym wird man hier abbauen. Bis jetzt wurden Bäume gefällt, Leitungen verlegt und Container für provisorische Unterkünfte und Büros aufgestellt. Sie sind im Zeitplan. Er macht seine Sache gut. Er ist ein Profi. Sie sind genau der richtige Mann, Harpol, um die Arbeiten hier zu organisieren, hat Charles Frenette gesagt und ihm fest die Hand geschüttelt. Ja. Sind Sie sicher? Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein, aber noch viel mehr freue ich mich, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Cordula Hamann, ich komme aus Berlin und lebe aber seit mehr 6 Jahren jeweils halbjährlich an der schönen Costa del Sol. Ja, und wie die meisten Autoren auf die Frage, wann hast du angefangen zu schreiben, ich weiß es nicht, irgendwie schon immer. Ja, das stimmt auch, aber viele schreiben eigentlich immer. Und erst seit 2006 habe ich begonnen, das also zunehmend beruflich zu machen und habe den festen Vorsatz, dass bald diese Silbe Haupt vor dem beruflich stehen wird. Der heutige Abend ist sozusagen eine Buchpremiere vor der Buchpremiere, denn mein Buch, aus dem ich lesen werde, wird erst zur Frankfurter Buchmesse im Oktober erscheinen. Aber ich denke mir, dass dieser Rahmen und dieses Ambiente des Ewald Fichtaler so etwas Besonderes verdient, finde ich. Also herzlichen Dank an unseren Gastgeber. Ja, wie gesagt, mein Buch ist noch nicht einmal gedruckt, aber netterweise hat mir der Verlag einen Entwurf des Covers, ich weiß noch nicht genau, ob es wirklich so bleibt, geschickt und quasi für Sie extra. Und ungefähr so wird dieses Buch dann hoffentlich aussehen, mit dem Titel Der Glasmaler.
Es erfüllt hoffentlich den Zweck, dass Sie sich nämlich nach ein paar Monaten noch daran erinnern werden, wenn Sie es dann wiedersehen und sich hoffentlich auch gerne zurückerinnern an diesen Abend. Einen Klappentext habe ich naturgemäß auch noch nicht, aber er könnte so oder so ähnlich heißen. Ein psychisch kranker Serienmörder und der talentierte Maler Maximilian Ross. Sie ähneln sich, sie unterscheiden sich. Handelt es sich um die gleiche Person oder haben beide nichts miteinander zu tun? Jedenfalls gerät durch sie das Leben der jungen Galeristin Andrea Warig gehörig durcheinander. Andrea erhält Drohbriefe und der Künstler sagt seine Ausstellung kurzerhand und ohne Grund ab. Die Galeristin macht sich auf die Suche nach dem verschwundenen Maler und kommt dabei einem Serienmörder auf die Spur. Sie werden jetzt die drei genannten Figuren, also die Galeristin Andrea Warig und den Maler Maximilian Ross kennenlernen und nicht zuletzt den Mörder selbst ein wenig über die Schulter sehen. Er überlegte nicht mehr, denn in seinem Kopf war Hass. Nichts weiter als blanker Hass auf die wehrlose Frau auf dem Boden vor ihm, deren Blicke um Gnade flehten und deren Mund unverständliche Worte gegen den grauen Klebestreifen presste. Sein Arm holte weit nach hinten aus. Es war nicht schwer, punktgenau, ihr Herz zu treffen. Andrea seufzte und klappte das Taschenbuch zu. Hier und jetzt rief ihr eigenes Leben. Dabei war sie sich sicher, auch in der Realität eine wesentlich bessere Ermittlerin abgeben zu können als der dümmliche Kriminalkommissar ihres aktuellen Buches. An der Haustür stoppte sie, wie von unsichtbarer Hand gehalten. Es mussten weit über 30 Grad sein und die Luft war so staubig, dass das Atmen schwer fiel. Im Winter musste sie sich zusammenreißen, um nicht schwermütig zu werden. Mit jeder Faser ihres Körpers sehnte sie sich dann nach Sonne und Licht. Aber heute war es selbst ihr zu heiß. Eine Viertelstunde später schloss sie die Tür ihrer kleinen Galerie in der Gubener Straße auf. Sie ließ wegen der Hitze die Jalousien vor dem großen Schaufenster unten und schaltete stattdessen die Decken- und Bilderbeleuchtung an.